Bevor wir anfangen, noch zwei kleine Informationen. Erstens, alle Beispiele, die wir euch hier präsentieren mit dem Google Colab Book, könnt ihr live mitverfolgen. Ich habe das Google Colab Book hier unten verlinkt in den Shownotes. Einfach draufklicken und dann könnt ihr, wenn ihr ein Google-Konto habt, auch alle Beispiele live ausführen und mitverfolgen. Der zweite Disclaimer ist, natürlich benutzen wir keine Patientendaten, um diese Analysen durchzuführen. Also wir benutzen sie schon, aber sie sind schon sehr lange publiziert. Deswegen können wir sie auch auf irgendeinen Google-Server hochladen. Wenn ihr echte Patientendaten habt, die ihr analysieren wollt, bitte ladet die nicht in die Google Cloud oder Google Drive hoch, sondern installiert euch einfach Jupyter Notebook, das das gleiche ist wie das Google Colab Book, lokal und analysiert dort eure Daten. Sag mal, wenn du sagst Machine Learning, ja, kann man dann auch vorhersagen anhand von den Daten, wenn ich einen neuen Patienten habe, okay, der hat jetzt Krebs und der hat keinen Krebs? Oder kann ich auch sagen, welche von den Parametern sind denn dafür wichtiger als die anderen? Genau. Und das werden wir jetzt versuchen mit neuesten Machine Learning Techniken. Nee. Wir bauen uns jetzt eine künstliche Intelligenz, Fabian. Oh. Nee. Doch, das machen wir jetzt. Ein kurzer Einwurf. Ich wollte ganz kurz erklären, wie die Grundprinzipien des Machine Learnings sind, die eigentlich sehr einfach sind. Wir gehen immer von einem Hauptdatensatz aus. In unserem Fall ist das diese Brustkrebs-CSV-Datei. Und diese Brustkrebs-CSV-Datei spalten wir dann auf in ein Trainingsset und ein Testdatenset. Diese Spaltung erfolgt dann in unserem Beispiel auf Patientenlevel. Also es wird entschieden, ob eine Row unseres CSV-Datei jetzt entweder in dieses Trainingsset oder in dieses Testdatenset wandert. Es ist meistens so, dass diese Trainingsset größer sind wie diese Testdatensets. Und was dann passiert ist, dass man diesen Machine Learning Algorithmus auf das Trainingsdatenset anwendet. Der wird darauf trainiert, um möglichst gut dieses Trainingsdatenset vorherzusehen. Dieser Algorithmus hat allerdings nie den Testdatenset gesehen und basierend darauf wird ein Vorhersagemodell generiert. So, jetzt muss man natürlich testen, ob dieses Modell überhaupt macht, was es soll. Und jetzt kommt das Testdatenset ins Spiel. Was man jetzt nämlich macht, ist, man nimmt das Modell und testet es praktisch gegen die Testdaten. Und dann schaut man einfach, kann dieses Modell korrekt vorhersagen, wenn man die Daten des Testdatensatzes nimmt, ob jetzt der Tumor entweder bösartig oder gutartig sind. Und basierend darauf kann man ein paar Zahlenwerte berechnen, die einem dann sagen, wie gut dieses Modell funktioniert. Okay, fangen wir an. Erstens, was wir brauchen, ist eigentlich ganz einfach. Wir teilen jetzt unseren Data Frame wieder in zwei verschiedene Sets auf. Der erste Set sind praktisch alle Features, die wir zur Verfügung haben. In dem Fall sind das alles Parameter, die wir gemessen haben. Das kann ich hier auch einfach wieder zusammenkopieren. Als zweites, und das ist dann Y, werden wir hier nachher dann auch noch ein extra Data Frame bauen. Und dieser Y Data Frame, der ist für die Vorhersagen zuständig. Der enthält praktisch einfach nur die Information, ob es jetzt ein gutartiger oder ein bösartiger Tumor ist. Genau. So, und jetzt habe ich diese beiden Sachen definiert. Jetzt kann ich das dann auch ausführen. Genau, und jetzt importieren wir uns eine Bibliothek, die nennt sich Scikit-Learn und die enthält ganz viele nützliche Funktionen, um Machine Learning durchzuführen. Und als erstes werden wir eine Funktion importieren, die für uns den Datensatz zufällig aufteilt. Und zwar wird er einen Datensatz kreieren, wo
75% der Daten in einem Datensatz sind. Das sind die sogenannten Trainingsdaten. Die werden wir auch zu dem Training dieser künstlichen Intelligenz verwenden. Und einem Testdatensatz, mit dem wir nichts machen. Diesen Testdatensatz, den werden wir einfach benutzen, um dann unsere künstliche Intelligenz oder um unseren Aber kann ich dann nicht einfach alles nehmen? Ist dann nicht viel besser, wenn ich auf allem trainiere? Ja, das Problem ist, wenn du auf allen trainierst, dann wirst du sehr gute Ergebnisse kriegen. Allerdings will ich ja. Ja, genau, aber du wirst nur sehr gute Ergebnisse für die Daten finden, worauf dein Algorithmus ja trainiert hat. Und das willst du ja nicht. Du willst ja, dass er auch mit unvorhergesehenen Daten gut umgehen kann. Und deswegen brauchen wir eben diese Auftrennung in Testdaten und Trainingsdaten. Genau. Und wie gesagt, normalerweise sind Trainingsdatensätze immer größer wie Testdatensätze. In unserem jetzigen Beispiel nehmen wir eben 75% zu 25%. Und das alles wird zufällig durchgeführt. Also wir werden nicht einfach nur die ersten 25% nehmen und dann den Testdatensatz drauf machen. Wir wollen natürlich ein möglichst einheitliches Sample haben und keine Biases einbinden. Okay, wunderbar. Jetzt werden wir das auch ausführen. Wie gesagt, wir kriegen jetzt 4 Datensätze raus. Und zwar, wir kriegen jetzt für x, also unsere Attribute, 2 Datensätze, jeweils ein x-train und x-test raus. Und das gleiche auch für das Target, also y-train und y-test. Genau. So, und jetzt werden wir ein Machine Learning Technik benutzen, die man Decision Tree nennt. Dafür tippen wir hier jetzt auch wieder ein, welche Bibliothek wir dafür benutzen wollen. In dem Fall sagen wir from scikit-learn import tree. Das ist einfach dieser Decision Tree. Machine Learning Algorithmus, den wir heute verwenden, ist ein Entscheidungsbau oder Decision Tree genannt. Und den haben wir deswegen genommen, weil er eigentlich sehr anschaulich ist. Und ich werde jetzt kurz erklären, wie das funktioniert. Also nehmen wir unsere Brustkrebsbeispiel und reduzieren es mal einfach nur auf 2 Attribute, auf den Radius und auf die Fläche des Tumors. Und natürlich brauchen wir zusätzlich dann noch die Information, ob der Krebs jetzt bösartig oder gutartig ist, dargestellt in Rot und Grün. So, was der Algorithmus jetzt macht, ist, der schaut jetzt alle Attribute durch, in unserem Fall eben nur Area und Radius, und schaut, kann ich dieses Attribut so spalten, dass ich 2 Subsets der Daten bekomme, die möglichst homogen sind. Was bedeutet? Er schaut jetzt, kann ich die Area jetzt nehmen und einen Schnittpunkt finden, zum Beispiel 5, also größer 5 und kleiner 5. Und wenn ich dann basierend auf diesem größten, ist Area jetzt größer 5 oder kleiner 5, 2 Subsets generiert, sind die dann zum Beispiel homogener. Das heißt, habe ich dann zum Beispiel nur die gutartigen Tumore in einem Set und nur die bösartigen Tumore in einem Set. Es ist jetzt so, dass das öfter passiert, das heißt, man geht durch alle Attribute durch, wenn man diesen Entscheidungsbaum-Algorithmus nicht beschränkt. In unserem Fall wäre jetzt die nächste übrig gebliebene Attribut nur noch der Radius, und dieser Radius wird dann gespalten von dem Algorithmus bei größer 1,5 und kleiner 1,5. Und am Ende von diesem Algorithmus haben wir Blätter, und diese Blätter sind dann eine der beiden Gruppen zugeordnet, entweder bösartig oder gutartig, jetzt in Rot und Grün dargestellt. So, und das ist das Ergebnis dieses Trainings, das wir von unserem Algorithmus bekommen.
Und wie benutzt man jetzt so einen Entscheidungsbaum? Entscheidungsbaum kann man jetzt so nehmen, dass man jetzt bei einer Patientin eben zum Beispiel den Radius und die Area von dem Tumor feststellen kann. Und dann muss man sich einfach nur an dem Entscheidungsbaum langhangeln. Ich schaue mir jetzt erst die Area an, schaue dann, ist sie größer oder kleiner 5. In unserem Fall wäre sie jetzt größer 5, dann gehen wir weiter zu Radius. Dann schauen wir, ist der Radius kleiner 1,5 oder größer 1,5. Er ist wieder größer 1,5, dann gehen wir wieder in den linken Arm und dann enden wir in einem Blatt, der sagt, die Patientin hat wahrscheinlich einen bösartigen Tumor. Und so funktioniert ein Entscheidungsbaum. Eigentlich sehr einfach. Und jetzt erstellen wir uns einen Classifier. Und dieser Classifier ist praktisch unsere künstliche Intelligenz. Also schreibe ich hier wieder Classifier gleich Tree.DecisionTreeClassifier, weil wir das nehmen wollen. Dann mache ich hier noch Klammern. Jetzt schreibe ich hier noch eine Max Depth rein, weil ich will den nicht ewig laufen lassen, sonst wird er auch wieder ungenau. Die gleich 4 ist, also 4 Level will ich praktisch haben. Und jetzt werde ich dann praktisch diesen Classifier trainieren, indem ich einfach sage Classifier Fit, Klammer, X-Train und Y-Train. Ich gebe ihm jetzt nur die Trainingsdaten, nicht die Testdaten. Dieser Classifier hat jetzt diese Testdaten noch nie gesehen. Okay, jetzt drücke ich Start. Und bam. Jetzt haben wir unsere eine künstliche Intelligenz geschaffen. Irgendwie absolut lächerlich. Das ging ganz einfach. Genau. Und irgendwie auch antiklimaktisch. Aber wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. Jetzt, was wir als nächstes machen müssen, ist, wir müssen schauen, haben wir jetzt einen Idioten trainiert oder ist es ein Genie? Und dafür machen wir jetzt Folgendes. Wenn du das machst, ist bestimmt eher ein Genie. Wenn ich das gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich ein Idiot das gewesen. Das hat nichts mit mir zu tun. Das hat nur was mit den Daten zu tun und dem Classifier. Jedenfalls schreibe ich jetzt Y-Pred. Und was wir jetzt machen ist, wir nehmen diese X-Daten, die wir in den Testdatensatz gemacht haben und versuchen basierend darauf Klassen vorherzusagen. Also ob das jetzt ein bösartiger oder ein gutartiger Verlauf ist. Dafür schreibe ich ypred classifier.predict, Klammer auf, x-test, Klammer zu, und lasse das jetzt mal durchlaufen. Genau, das ging jetzt auch relativ schnell. Jetzt mache ich weiter und jetzt werde ich anfangen zu evaluieren, wie gut denn das ist. Dafür bauen wir jetzt erstmal eine Konfusionsmatrix. Da importiere ich wieder von scikit-learn eine Library, die nennt sich Konfusionsmatrix. Erstellen eine Konfusionsmatrix ist einfach nur die Auftragung der Vorhersagen gegen das, was wirklich eingetreten ist. Und dann haben wir jetzt oben praktisch die Vorhersage unseres Entscheidungsbaums und auf der linken Seite haben wir das, was eigentlich eingetreten ist. Und alles, was grün ist, ja, da hat der Algorithmus recht gehabt. Da haben wir erstmal die True Positives oder die wahren Positiven. Das heißt, der Algorithmus hat gesagt, es ist bösartig und es war auch bösartig. Dann haben wir noch die True Negatives oder die wahren Falschen. In dem Fall hat der Algorithmus gesagt, der Tumor ist nicht bösartig und es hat auch wirklich gestimmt. Und jetzt kommen wir noch zu den Teilen in Rot, wo der Algorithmus dann falsch vorhergesagt hat. In dem Fall gibt es die Fails Negatives. Das heißt, der Algorithmus hat gesagt, es ist kein bösartiger Tumor, obwohl es ein bösartiger Tumor ist. Und die Fails Positives. Fails Positives heißt, der Entscheidungsbaum sagt, es ist ein bösartiger Tumor, obwohl es kein bösartiger Tumor ist. So, diese Konfusionsmatrix ist jetzt die Grundlage für ganz viele Werte. In unserem Beispiel benutzen wir jetzt eigentlich nur eine einzige und das ist die Accuracy oder wie genau dieser Entscheidungsbaum die Sachen vorhersagt. Die Accuracy lässt sich ganz einfach errechnen, indem wir die Zahlen nehmen oder die Teile nehmen, wo der Algorithmus wirklich recht gehabt hat. Das sind die True Positives und die True Negatives, die addiert man einfach und das Ganze teilt man dann
durch die Gesamtmenge, alle Daten, die man hat. Also alle positiven Daten und alle negativen Daten. Und das ergibt dann einen Wert. Und je höher der Wert ist, desto besser ist die Accuracy dieses Entscheidungsbaums. Also Konfusion verstehe ich gut. Das habe ich gerade viel. Aber ich sag mal, so gut verstanden habe ich es noch nie. Aber genau. Konfusion verstehe ich. Also eine Konfusionsmatrix gibt dir an, wie dein Classifier sich basierend auf die eigentlichen Ergebnisse verhält. Also kriegst du einen Wert für die True Negatives, also die wahren Negativen, die True Positives, die wahren Positiven, die False Negatives. Da hat die KI praktisch gesagt, es ist kein Krebs, obwohl es Krebs war in dem echten Datensatz. Und die True False Positives, wo der Classifier oder die künstliche Intelligenz in Anführungszeichen gesagt hat, das ist kein bösartiger Verlauf, obwohl es ein bösartiger Verlauf war. Genau. Und das ist einfach. Das kenne ich ja aus klinischen Studien. Genau, richtig. Absolut analog. So, jetzt schauen wir uns das an. Muss ich noch tippen? So. Genau. Jetzt muss ich die Variable einfach nochmal schreiben und jetzt sollte das eigentlich angezeigt werden und jetzt sehe ich auch die Konfusionsmatrix. Und oben links und unten rechts sehe ich jeweils die True Positives und die True Negatives. Also es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Jetzt sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, ehrlich gesagt. Genau. Jetzt werde ich dann noch Accuracy errechnen, um zu sehen, wie genau mein Classifier ist. Dafür nehme ich jetzt einen anderen Library, auch wieder aus Scikit-Learn Metrics. Und zwar nehme ich hier Scikit-Learn Metrics Accuracy Score und ich übergebe hier wieder den Y-Test, also wie es wirklich ist, und die Y-Vorhergesagt, also was der Classifier gesagt hat. Genau. Und jetzt schauen wir mal, was da so rauskommt. Ah, ist doch gar nicht so schlecht. Über 90% sozusagen. So. Das ist schon ziemlich gut, glaube ich. Okay, und jetzt wollen wir das Ganze ja auch darstellen. Und da fangen wir an, indem wir eben erstmal eine Library importieren, die GraphWiz heißt. Genau, und jetzt können wir hier mal ausführen, um zu schauen, ob wir diese Library überhaupt haben. Genau, und was wir jetzt tun müssen, ist, dass wir zwei verschiedene Sets definieren. Einfach damit wir diesem Plot dann auch die Labels geben können. Genau, ich habe ich hier schon mal erstellt, das kopiere ich jetzt hier einfach rein. Das sind einfach eine Liste der Feature-Namen. Genau, und zusätzlich habe ich dann noch die zwei Label unten dazu geschrieben unter dem Namen CN. Okay, und jetzt machen wir den eigentlichen Plot. Dafür schreibe ich folgendes. Dot unterstrich Data. Gleich Tree Punkt Export GraphWith, wie diese Bibliothek heißt. Dann Klammer auf Classifier, da fügen wir jetzt praktisch unsere künstliche Intelligenz, unseren Decision Tree ein, Komma, Outfill gleich None, Komma. Dann Feature Names. Ich finde das ja ziemlich cool, dass der einem schon sagt, was man da reinschreiben kann. Ja, das ist. Steht ja alles da schon drin. Genau, man muss eigentlich nur anfangen zu tippen. Dann wartet man ein bisschen und dann gibt er einem schon Vorschläge. Jetzt machen wir weiter mit Feature Names, weil wir müssen ihm jetzt sagen, wie die Labels sind. Gleich FN, das ist dieser Array, den. Was wir vorher. Genau, richtig. Das vorher definiert das, hatten, genau. Das, was wir vorher hingeschrieben haben. Bin nicht so blöd, wie ich ausschaue. Das habe ich auch nicht gesagt. Komma. Dann. Aber gedacht. Nein, auch nicht.
dann Class Names gleich CN, Komma und dann Filled gleich True. Das ist auch einfach nur noch eine Konfiguration für den Block, Klammer zu. Jetzt müssen wir noch diesen Graph erzeugen. Dafür schreiben wir jetzt in eine neue Zeile graph gleich graph with.source in Klammern. Jetzt diesen Input, den wir vorher generiert haben, dot unterstrich data, Komma, jetzt wieder ein Format gleich png, Klammer zu. Und jetzt als letztes schreiben wir einfach in die nächste Zeile dann noch Graph rein, dass er praktisch dargestellt wird. So. Okay, und jetzt schauen wir mal, was passiert. Und hier haben wir diesen Decision Tree dargestellt. Und was man hier sehen kann ist... Ich muss jetzt mal erklären, was das heißt. Genau, wir haben ganz oben nur eine Box. Und diese eine Box ist jetzt praktisch die erste Entscheidung in diesem Decision Tree. Da steht hier auch eine Variable, wie man sehen kann, ganz oben, mean concave points. Und es steht ein größer Gleichzeichen her, hin, ja? Oder ein kleiner Gleich in dem. Also wenn diese Variable mean concave points kleiner ist als 0,049. Wenn das wahr ist, geht man links runter, sonst geht man rechts runter. Ja? Und das Ding ist, dass so diese Samples immer in kleinere Gruppen aufgeteilt werden. Und wenn man nach rechts geht, hat man jetzt viel mehr Samples, die gutartig sind, als wenn man nach links geht. Okay? Das heißt... ja, das stimmt. Also die blauen sind die gutartigen und die bösartigen und die roten sind die gutartigen, die orangen. Richtig. Ja, merkt man. Und was man auch sehen kann, ist, dass es nicht nur mit einer Frage getan ist. Man geht erstmal rein und dann sieht man, dass es dann mehrere Fragen gibt. Und am Ende die sogenannten Blätter oder diese Leaves, die ganz unten sind, sind auch zum Teil sehr unterschiedlich. Also man muss wirklich mindestens drei verschiedene Variablen abfragen, um wirklich zu einem sehr eindeutigen Ergebnis zu kommen. So. Aber es ist dann schon so, dass der oberste dann der am besten ist. Genau, richtig. Der beste Trainer. Das ist auch, wie dieser Algorithmus funktioniert. Der Algorithmus versucht, die beste Variable für einen Split zu suchen. Für einen binären Split. Allerdings, um das jetzt noch ein bisschen genauer anzuschauen. Das ist so ein bisschen wie so ein 20-Fragen-Spiel, oder? Wenn ich frage so, bin ich ein Mann oder eine Frau? Bin ich ein Tier oder ein Mensch? Ja, vielleicht. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt, aber ist ganz cool. Es hört sich sehr ähnlich an. Jetzt will ich das alles noch ein bisschen besser darstellen. Und ich habe hier auch eine ganz coole Bibliothek. Ich weiß nur nicht, ob sie schon installiert ist. Das schaue ich jetzt einfach mal. Indem ich sie mal versuche zu importieren. Ich mache jetzt eine neue Codezeile auf und schreibe jetzt import dtreeviz. Oder, Moment, genau, ja. So, und jetzt versuche ich das auszuführen. Und jetzt kriegen wir hier eine Fehlermeldung. No module named dtreeviz gefunden. Okay, jetzt weiß ich, die existiert nicht. Und jetzt zeige ich dir auch, wie man ganz einfach neue Bibliotheken installieren kann. Ich lösche jetzt das Ganze und schreibe hier jetzt Ausrufezeichen, da springe ich aus diesem Colab-Book raus und führe ein Terminal-Command sozusagen durch und nehme jetzt einen Installer für Python, der pip heißt, indem ich pip install sage und jetzt sage ich einfach die Bibliothek und jetzt führe ich das aus und jetzt installiert dieses Colab-Book automatisch die Bibliothek. Ich muss jetzt nicht rumsuchen nach irgendwelchen komischen Installern und mich damit rumärgern, das zu installieren. Das ist alles integriert. Und jetzt sieht man, er versucht diese Bibliothek wiederherzustellen. Man sieht auch, er hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, 200 MB runtergeladen. Jetzt lädt er immer noch runter und jetzt wird das Ganze gebaut. Es ist immer noch nicht fertig, aber ich kann hier schon mal anfangen zu tippen, während der da immer noch ist. Ich fange jetzt einfach mal an zu schreiben from dtreeviz.tree
Import Detrivist, das ist diese Bibliothek, die wir importieren wollen. Und jetzt sehe ich, oben ist es übrigens schon erfolgreich fertig. Jetzt in der nächsten Zeile muss ich jetzt einfach auch wieder diese Zeichnung initialisieren. Dafür schreibe ich vis gleich detrivis, Klammer auf. Jetzt übergebe ich wieder unseren Classifier oder unsere KI sozusagen, Komma. Jetzt muss ich die x-Values nehmen. Dazu nehme ich nur die Values und jetzt kommt was Komisches, das ich nicht erklären will. Aber ich ignoriere das jetzt erstmal. np.transpose, Klammer auf, y.values und dann eckige Klammer 0. Das musst du jetzt einfach akzeptieren, Fabian. Ich will das jetzt nicht bin ich gewöhnt. Erklären. Das bin ich. Komma. Dann Target Names. Moment, wenn ich hier jetzt gerade fertig bin. Genau. Target Names gleich Target. Komma. Dann Feature Names gleich. Jetzt übergebe ich wieder die Liste mit den Feature Names. FN, Komma. Jetzt gebe ich wieder diese Class Names. Da kann man, glaube ich, CN hinschreiben. Oder man kann es auch ausschreiben. Malignant, Komma und Benign. In Anführungszeichen jeweils. Ich habe da, glaube ich, ein Anführungszeichen vergessen. Ich muss, glaube ich, wieder vor. Bei Malignant. Genau, jetzt nach hinten wieder. Jetzt nächste Zeile wieder Scale, also wie groß das dargestellt werden soll, gleich 2. Orientation LR steht, dass es in die Horizontale geplottet werden soll. Das ist anschaulicher, meiner Meinung nach. Okay, und jetzt schreiben wir einfach in eine neue Zeile wieder ganz am Anfang vis hin. Und jetzt initialisieren wir dadurch das, was wir vorher definiert haben. Und jetzt, ja. So, und was wir jetzt sehen, ist auch wieder diese Tree-Darstellung von vorher. Nur was wir jetzt zusätzlich geplottet haben, sind praktisch die Daten als Bin-Plots dargestellt. Und was wir jetzt sehr schön sehen, ist, wie sich die beiden Gruppen separieren. Das heißt, wir haben jetzt praktisch diese gelbe Gruppe, die eigentlich bösartig ist, und die grüne Gruppe, die gutartig ist in diesem Plot. Und was man sieht ist, nach dieser ersten Variable, die man trennt, also ganz links jetzt im Plot, Moment, ich muss jetzt vorgehen, genau, das ist praktisch den Plot, den wir vorher schon mal gesehen haben. Und nach der ersten Auftrennung haben wir es schon geschafft, diese beiden Sets so aufzuteilen, dass wir eigentlich fast nur noch grüne haben und auf der anderen Seite fast nur noch gelbe. Es ist aber noch nicht komplett. Und mit jedem Schritt sieht man jetzt, dass dieser Algorithmus wirklich die Variable genommen hat, die am besten diese Sachen eben neu aufteilt. Und am Ende, schon nach eben diesen 4 Levels, die wir haben, haben wir fast nur noch homogene Gruppen. Und das ist eben das, was du dann auch als Prädiktor benutzen kannst. Das heißt, du kannst diese 4 Parameter erheben und dann musst du einfach nur diesen Entscheidungsbaum nachgehen und kannst dann entscheiden, ob die Patientin jetzt einen gutartigen Tumor oder einen bösartigen Tumor hat. Kann man ja sogar manuell hinterher machen, das ist ja super. Genau. Ziemlich cool. Ist ja der Hammer. Gell? Ja. Ja, das ist ziemlich cool. Hast du noch. Kann sogar mein Doktorand machen. Ja. Ah, den gibt's ja nicht mehr. Genau. Und du hast jetzt noch, wir haben jetzt noch Zeit, Bier trinken zu gehen. Genau. Du gibst aus. Das mache ich. Dankeschön. Okay. Dann treffen wir uns gleich. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergebracht. Und ihr konntet etwas lernen über Auswertung von Daten mit Jupyter und auch eine Machine Learning Technik. Falls ihr Interesse habt an Machine Learning, Medizininformatik, Datenmanagement, Data Engineering im medizinischen Kontext, könnt ihr auch gerne subscriben.
Ihr könnt euch auch die anderen Videos anschauen, die es schon auf dem Kanal gibt.